Spricht jetzt für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, ja, Atalanta läuft seit 7 Jahren, seit 2008. Ja, die Zahl der Piratenüberfälle ging seit einigen Jahren gegen Null. Das ist richtig. Die Ursachen aber, das heißt die sozioökonomische Not in dem Land, ist bis heute nicht wirklich effektiv bekämpft worden. Würde man heute Atalanta einstellen, hätten wir morgen wieder die Piraterie. Wie viele Jahre, wie viele Jahrzehnte vielleicht, soll denn die Atalanta-Mission weiterlaufen? Darauf haben wir keine Antwort. Wir haben ja sogar 3 Missionen am Laufen. Atalanta, EUCAP Nastor und EUTM Somalia. Alle 3 Missionen haben den gleichen Grundcharakter. Sie sind militärisch ausgeprägt und sie wollen einen staatlichen Repressionsapparat aufbauen. Wollen. Geschafft haben sie es noch lange nicht. Und erst seit 2013 gibt es wirklich ein UN-Projekt für den zivilen Aufbau, nämlich Peace and State Building Goal, um den Staatszerfall in irgendeiner Weise doch anzugehen. Allerdings wäre dieses Projekt doch ausbaufähig und ist auch ausbaunötig. Auffällig ist hier in diesem Fall aber auch generell das massive Ungleichgewicht zwischen zivilen Projekten und militärischen Abenteuern, auch immer wieder zugunsten der militärischen Abenteuer. Und genau hier liegt aber der Haken westlicher Sicherheitskonzeption, nämlich das Primat des Militärischen plus Parteinahme zugunsten einer Konfliktpartei, die den Interessen am besten dienen. Der Nahostexperte Michael Lüders hat in seinem neuesten Buch vor kurzem die Frage gestellt, das Buch heißt »Wer den Wind sät, was westliche Politik im Orient anrichtet«. Dort fragt Lüders, gibt es auch nur eine einzige Intervention des Westens, die nicht Chaos, die nicht Diktatur und neue Gewalt zur Folge gehabt hätte. Zitat Ende. Lüders nennt Afghanistan, er nennt Irak, er nennt Somalia, er nennt Jemen, Pakistan, Libyen, Syrien. Ich glaube, man könnte die Liste noch etwas verlängern. Und in der Tat, keines der genannten Länder ist stabiler geworden, im Gegenteil. Manche sind auch in die Steinzeit zurückgebombt worden. Und nicht nur, was die staatliche Infrastruktur anbetrifft, sondern auch bisweilen, was das Eigenleben von einer seltsamen Ideologie, den Islamismus, bedeutet. Auch das ist eine Steinzeitideologie, die dadurch befördert wurde. Der IS ist ein Produkt auch westlicher Intervention. Lüders weiter, ich zitiere ihn, die westliche Politik glaubt an das Allheilmittel direkter oder indirekter militärischer Intervention, ohne Rücksicht auf Verluste. Westliche Politik verkündet Demokratie, verkündet Freiheit und Menschenrechte, akzeptiert aber nur die Wahlergebnisse, wenn der Gewinner ihnen genehm ist. Zitat Ende. Ich glaube, das sagt eine ganze Menge über die westliche Politik gegenüber der südlichen Hemisphäre aus. Die wachsenden Flüchtlingszahlen und die wachsende Zahl von Toten im Mittelmeer ist der traurige Beweis für das Versagen einer westlichen Sicherheitspolitik. Ein Versagen, dem Hunderttausende, mittlerweile sogar Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind. Und das sind keine Europäer. Der Glaube an das Militärische plus Doppelstandards in der Politik führt zur Verelendung und zum Tod in dortigen Regionen. Und der Glaube an das Militärische plus Doppelstandards in der Politik erhöht auch die Gefahr für die innere Sicherheit in Deutschland und Europa. Die deutsche Beteiligung am US-Drohnenterror via Rammstein gegenüber Nordafrika, gegenüber dem Nahen und Mittleren Osten stellt eine wachsende Gefahr für die innere Sicherheit dar. Die Bundesregierung schließt bis heute die Augen, ja, sie leugnet sogar die Bedeutung der US-Airbase Rammstein für den US-Drohnenterror. Nur, sehr geehrte Damen und Herren, wer mitmacht, und sei es nur die Duldung, macht sich auch mitschuldig. Und die Bundesregierung macht sich mitschuldig, politisch mitschuldig, sie macht sich rechtlich mitschuldig und sie macht sich auch moralisch mitschuldig. Da fordern wir, beenden Sie den Missbrauch des deutschen Territoriums für den US-Drohnenterror. Schluss mit der Kumpanei mit den USA. Schluss damit. Beenden Sie es. Im Übrigen ist der Drohnenterror mit deutscher Unterstützung auch in Somalia aktiv. Der US-Drohnenterror torpediert den zarten Ansatz eines zivilen Aufbaus. Ich fasse zusammen. Das westliche Sicherheitskonzept ist ein Konzept für wachsende Unsicherheit und Chaos, global, aber auch für den Westen. Atalanta ist ein Bestandteil dieses Unsicherheitskonzeptes. Wurde heute Atalanta beendet, würde morgen die Piraterie wieder beginnen. Wie viele Jahre, wie viele Jahrzehnte wollen Sie die Mission weiterfahren lassen, auf Kosten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, allein für kommendes Jahr 61 Millionen Euro. 61 Millionen Euro, die woanders fehlen, meine Damen und Herren, wenn man sich das genau anhört oben. 61 Millionen Euro, die Sie zahlen und für solche Abenteuer ausgegeben werden. Und
die Mission laufen soll, auf Kosten von Soldatinnen und Soldaten. Ich danke Ihnen. Für die Bundesregierung hat jetzt das Wort der parlamentarische Staatssekretär Dr. Ralf Brauksiepe. Herzlichen Dank, Herr Präsident.